Die Gaststube des Gasthofs Kaiserlinde war auf Einladung des Vereins Kultur in Bolling Kabarettbühne für einen jungen Innviertler Schauspieler. Wer ist Wolfgang Huber? Der Wolfgang Huber ist 30-jähriger Eberschwanger, der 2012 die Schauspielschule in Linz abgeschlossen hat und sich jetzt mit einer Kunstfigur namens Wanger Martina selbstständig gemacht hat. Nein, angefangen hat es eh noch nicht, aber wegen den, du weißt schon wie ich mache, oder? Der Huber, der ist nicht gekommen. Nein, der war nicht da. Ich hab mich heute wegen Führer gestellt, ich hab die Leute wegen unterhalten. Ja, was sollst du denn tun? Ne? Nein, ja, aber ja. Jetzt fahren wir da eigentlich alle ein und dann lassen sie die jetzt kurz sitzen. Ne? Das darf ja nicht wahr sein. Morgen die Tür wegen unterhalten, ne? Ja, ich sag zu Gaudi, ja, sowas sind wir da. Das ist alles andere als spontan entstanden. Die Figur ist auf sage und schreibe 107 Seiten erfunden, was absoluter Blödsinn ist, würde ich nie wieder machen, aber ich wollte mir einfach sicher sein. Und ich glaube, jetzt steht es auf einem ganz guten Fundament und darauf lässt sie aufbauen. Alter, was verstehe ich, Alter? Martina plaudert über die Menschen in ihrer Gemeinde, verrät die intimsten Geheimnisse aus ihrem Privatleben und spricht auch über das Wetter. Die, was einmal nicht geregnet hat, gell, ist eh schon viel. Komplett blöd. Ja, aber der Natur hat es nichts getan, ihr Schein. Maria, was mir wieder jetzt in Gott hat, verrückt. Und Bieren. Und Zwetschgen. Und Kirsch. Und Rübeln so viel. Ganz aus. Braucht's euch einen? Der nächste Auftritt, vielleicht ein bisschen Werbung, ist am 16. Juni im Panoptikum in Eberschwang, also Heimspiel, mein erstes Heimspiel. Und natürlich bin ich auch weiterhin in Eberschwang bei der Forschungssitzung zu sehen. Ich sag zu eng einen schönen Dank für den Applaus, weil mein spontaner Auftritt.